Die Kulinarik bildet die Kultur und die Seele eines Landes entscheidend mit. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Salzburg schmeckt unterwegs, heute direkt von der Kulinarik-Messe. Und hier gibt es nicht nur viele Schmankerl zum Kosten, sondern auch zum Mitmachen. Das Gemüse lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber Küchenkräuter haben immer Saison, oder? In der jetzigen Form mit Sicherheit. Man kann fast alle Gewürz-Küchenkräuter am Küchenfenster vorkultivieren. Man kann das Geld von den herkömmlichen, wenn man Schnittlauch, wenn man Rosmarin nimmt oder aus normale Basilikum, bis auf ein bisschen exotischere Pflanzen. Wenn man da schaut, das ist zum Beispiel australisches Zitronenblatt. Kann man für Salate, Süßspeisen verwenden, zum Beispiel Thai-Basilikum für die asiatische Küche, für Woks und so Sachen. Das ist eine ganz besondere Pflanze, das ist eine Murdania, kommt aus dem thailändischen Raum, wird eingesetzt parallel zur Chemotherapie für Tumorpatienten und ist extrem leberreinigend. Und die Pflanzen kann man nachher alle auf die Terrassen in einem großen Topf und dann im Garten setzen, weil die sind ja nicht winterhart. Jetzt ist die Frage, solange ich es noch am Fensterbankerl habe, die Pflanzen, wie schaut die optimale Pflege aus? Wenn ich zum Beispiel auf den Schnittlauch schaue, Schnittlauch, dann kann es eigentlich selten feucht genug sein. Und man sollte nicht mit einem Rosmarin zum Beispiel zusammensetzen. Rosmarin ist eine mediterrane Pflanze, also mag es nicht knochentrocken, aber eher luftigen, trockenen Standort. Das heißt das Gegenteil von Schnittlauch. Was ist mit zu viel Sonne? Ist in den Wintermonaten und im Frühling oder Herbst, also das Thema existiert nicht, weil wir grundsätzlich für die Pflanzen zu wenig Sonne haben, aber im Hochsommer sollte man zum Beispiel, wenn ich heute jetzt Basilikum hernehme, wenn man das in die pralle Sonne setzt, dann ist die Gefahr, dass die Blätter ein bisschen gelb werden und der Geschmack eher ein wenig ins Bittere geht. Das Gegenteil von Chili. Je mehr Sonne, desto heißer und je trockener da man dann fährt, desto schärfer wird der wieder. Eine ganz kurze Frage, welches Kräutel passt besonders gut zu Rindfleisch? Speziell, wenn man grillen und braten tut, nehmen wir die Rosmarin, Thymian. Es ist aber auch, was wenig Leute kennen, der Üsup. Üsup ist für Fleischgerichte eine super Pflanze, aber halt ein bisschen sparsam verwenden, weil er sehr intensiv. Also ein echter Geheimtipp. Dankeschön. Ja, und frische Kräuter, die passen auch perfekt zu Rindfleisch, wie beispielsweise zum Galloway-Rind. Und die sind daheim bei der Familie Teufel in Feistenau, Frau Teufel. Jetzt kommt ja das Fleisch manchmal in Verruf, nicht aber jenes vom Galloway-Rind. Da sagt man dem nach, dass es besonders gesund sein soll. Warum? Ja, das Galloway-Rind, das wächst auch sehr langsam. Das hat jetzt 3 Jahre Zeit, bis dann geschlachtet wird. Und es darf bis dorthin eben wirklich immer auf der Weide sein und seine Kräuter fressen. Es kommt auf die Alm rauf, da wo es nur das Beste gibt. Und es wird auch nichts an Medikamente verabreicht und es wird auch liebevoll behandelt. Und das ist alles im Fleisch drinnen. Und das merkt man und schmeckt man auch. Ja, und bei euch am Hof gibt es ja nicht nur die Galloway-Rinder, sondern auch viele andere Tiere. Wer sind bei euch da noch daheim? Wir haben 2 Katzen, Bienen. Und Fische. Und Hähner. Und naja, dann haben wir noch. Was haben wir noch? Ja? Na, haben wir schon gesagt. Also, es ist einiges los bei euch. Ja, und Andi Teufel, ganz schön was los ist, auch wenn die Galloway-Rinder draußen sind. Sie sind ja sehr robust und für die extensive Freilandhaltung geeignet. Waren die auch in dem strengen Winter draußen? Ja, waren sie auch draußen. Die wollen natürlich immer draußen sein.
auch bei minus 20 Grad oder minus 25 Grad. Und wie es heuer im Winter war mit dem ganzen Schnee, haben wir ja einen Auslauf freirahmen müssen, damit sie auch durchstampfen können. Jetzt habt ihr euch dafür entschieden, die Gutes vom Bauernhof Zertifizierung zu machen. Warum? Ja, wir aufgehört haben mit der Milchlieferung, waren wir nirgends mehr dabei, bei keinem Verein und nirgends. Und mit der Direktvermarktung wollten wir auch wo dabei sein. Und da hätte uns das Salzburg geschmeckt. Also hat uns gut dazu gepasst und glaubt, dass wir da gut reinpassen. Und die Elfi Geiblinger, unsere Genussbotschafterin, war bei euch am Hof und ist so richtig auf den Geschmack gekommen. Wir sind heute beim Riegerbauern in Feistenau bei der Familie Teufel und Silvia Teufel kocht für uns, macht einen Blitzkochkurs und hat schon alles vorbereitet. Mhm. Grüß Gott. Hallo, grüß dich. Jawohl. Ich habe mir heute das Gericht Ossobuco ausgesucht. Ja. Das ist ein traditionelles italienisches Gericht. Das sind Beinscheiben und die sind von unserem Gelowerind. Das ist ein ganz besonderes Fleisch. Also eigentlich ganz international. In Feistenau, Gelowerind, stammt aus Schottland. Und italienische Zubereitungsweise, da haben wir alles. Alles dabei, ja, genau. Was braucht man dazu? Also brauchen dann eben die Beinscheiben. Die werden eben dann gewürzt und in Mehl gewendet. Und eben wird dann dazu der Zwiebel und das Gemüse angebraten und dann mit Wein aufgegossen. Und alles, was man eigentlich für so ein Schmorgericht eigentlich so ein klassisches auch braucht. Gemüse braucht man unbedingt dazu. Haben Sie das auch am eigenen Hof? Gemüse, ja, im Sommer sind wir da ganz fleißig am Anbauen und das reicht dann für uns. Und der Zeit leben im Winter rein, aber jetzt haben wir uns das Ganze bei den Walser bauen können, weil da ist Verlust drauf im Winter. Auch gut. Mhm, auf jeden Fall. Die Alina und der David haben schon Hunger. Wie lange dauert es jetzt noch? Ja, jetzt müssen wir nur 2 Stunden warten, bis es fertig ist. Da habe ich jetzt eigentlich genug Zeit, die Rinder zu besuchen und den Hof zu sehen. Ja. Ja, das machen wir. Herr Teufel, warum haben Sie sich für diese Rinderrasse entschieden, die ja eigentlich in Schottland heimisch ist? Ja, ich habe mich für die entschieden, weil das ist eine von den ältesten Rassen in Europa. Und da haben sie nie irgendwas eingereizt. Die sind so, wie es immer waren. Keine Hörner? Keine Hörner, haben genetisch hornlos, schon immer. Nicht so groß? Nicht so groß. Also früher waren ja unsere Rinder auch nicht so groß. Die haben es dann immer größer gezücht und die haben immer so blieben. Ja, die kriegen maximal 400 Kilo. Ideal für da, geländegängig. Und weil wir den ganzen Sommer immer auf da haben. Und freundlich wirken sie. Ja, sind nett. Und wie schaut es mit der Fleischqualität aus? Unterscheidet sich das Fleisch von anderen Rindern? Ja, das ist ein dunkler und gut marmoriert. Und es ist saftig. Saftig und ist ein bisschen wie wild. Herr Teufel, wie vermarkten Sie denn das Rindfleisch? Wir vermarkten alles direkt ab Hof. Ja. Also wir machen das alles über unsere Homepage, das geht alles online. Ich habe da vorne einen Smoker gesehen. Also ich bin eine Frau und kann natürlich nicht so gut grillen, aber vielleicht zeigen Sie mir den trotzdem, wie das geht. Da nehmen wir jetzt ein Stück Fleisch und hauen es gleich drauf. Das tun wir. Der ist ja riesig, nichts für einen kleinen Balkon. Nein, da habe ich 2 Monate gespeist. Selbst gemacht? Ja, selber gemacht. Und jetzt kommt das Fleisch da rein? Genau, jetzt kommt der Flapsteak auf, was normal verschiert wird. Ja. Und wir grillen ja alles vom Rind, wird das auch gegrillt. Wie viel Grad muss der Ofen haben? Der Ofen hat 110 Grad. Und wie lange bleibt es dann drinnen? Das ist ja nicht sehr dick. Nein, das bleibt eine Stunde drinnen, circa bis 55 Grad Kerntemperatur hat. Auf das warte ich jetzt nicht, weil jetzt schaue ich, ob die Frau fertig ist mit dem Ossobuco. Genau, dann schauen wir jetzt rein. Ich habe es gespürt, es ist zum Kosten. Sehr saftig, sehr zart, sehr gut. Danke. Und die Sauce, Ich bedanke mich herzlich für die Gastfreundschaft. Es schmeckt ausgezeichnet. Ich kann es nur empfehlen, es auch zu versuchen, allen, die uns jetzt zuschauen. Danke. Danke vielmals. Salzburg schmeckt.
Zurück von diesem kulinarischen Ausflug sind wir jetzt wieder auf der Messe und da bin ich jetzt beim Pressesprecher des Messewochenendes, Christian Marx. Hallo. Das Thema Kulinarik wird unter den Konsumenten immer beliebter. Wie groß ist der Wirtschaftsfaktor dieser Messe? Also wir feiern hier das Frühlingserwachen im Messezentrum Salzburg. Wir haben 40.000 Quadratmeter Hallenfläche, also das komplette Messezentrum inklusive Salzburg Arena bespielt und freuen uns auf über 30.000 Besucher an diesem Wochenende. Jetzt zeigen Sie auf der Kulinarikmesse verschiedenste Food-Trends. Wie groß ist der Trend zurück zu natürlichen regionalen Lebensmitteln? Also wir kennen alle das Thema Superfood und das kommt ja meistens eher von weiter her geholt und ist nicht so wirklich regional. Und wir hatten das große Glück, hier auf der Messe einen Vortrag zu haben über regionales Superfood. Also was wächst eigentlich in meinem eigenen Garten, was ich dann sofort in der Küche mit verarbeiten kann. Zu heimischen Superfood gehören zum Beispiel Aronia-Beeren. Diese wachsen unter anderem auf mehr als 1100 Meter Seehöhe im Lungau. Für Naschkatzen gibt es regionale Knappereien. Dazu Deftiges vom heimischen Wild. Zwischendurch eine Kostprobe aus der Brennerei. Und als krönenden Abschluss süße Windbeutel mit Eierlikörfüllung. So lässt Salzburg es sich schmecken. Tja, viel Glück oder besser gesagt Schwein hat auch die Maria Hilletseder vom Sperlbauer in Antering. Sie haben sich mit Freilandschweinen und Hühnern einen echten Namen gemacht. Warum haben Sie sich für diese Tiere entschieden? Wir haben uns für die Tiere entschieden, weil wir wollten von der Milchviehhaltung und aus dem Hamsterrad immer größer werden, aussteigen und sind dann in die Direktvermarktung gegangen und haben dann mit ein paar Schweine und ein paar Hühnern im Freiland angefangen. Und das ist so über die Jahre hinweg gewachsen. Jetzt berichten Medien immer wieder von eingepferchten Tieren in der Massentierhaltung. Wie sehr schätzt der Konsument Fleisch von Tieren, denen es richtig gut geht? Ja, das wird immer mehr. Also speziell junge Familien wollen wieder vermehrt wissen, wo kommt das Fleisch her? Wie geht es den Tieren zu Lebzeiten? Und mit einem guten Gewissen wollen sie Fleisch essen, dafür nicht mehr so oft. Ich bin fast ein bisschen verliebt in die süßen Schweinerl, hat sich meine Kollegin, die Elisabeth Luckerbauer. Sie war zu Gast bei Ihnen in Antering. Ich bin da gerade im Grünen Hotel zur Post und da wird zu 100% auf Bio gesetzt. Und neben mir sitzt der Georg Meyer, da habe ich die Ehre, heute mit dir zu frühstücken. Warum setzt ihr so auf Bio? Wir glauben, dass das die Zukunft ist. Für die Landwirtschaft Bio sehr wichtig ist und die Regionalität von unseren Lieferanten, von unseren Bauern soll im Mittelpunkt stehen bei uns. Und unsere Gäste schätzen es auch sehr. Was ist das ganz Besondere an dem Gebäck? Der Holzratenen Kuchl ist ein guter Biobäcker, liefert uns 6-mal in der Woche das Brot. Die Leute essen es recht gern und wir sind ganz glücklich damit. Ich stehe da jetzt mitten zwischen den Heikrührgeräten in der Bäckerei Holztratner und da wird natürlich mitten in der Nacht gearbeitet, damit das ganze Brot am nächsten Tag frisch ausgeliefert werden kann. Mein Tagesablauf ist jetzt eigentlich, dass ich um Mitternacht anfange und es geht halt dann bis ca. 6-7 in der Früh, wird halt alles frisch gemacht. Ja, es ist ein ehrlicher Beruf auf jeden Fall. Also ich konnte mir es gar nicht vorstellen, dass ich jetzt im Sommer zum Beispiel bei 40 Grad bis 5 Uhr Nachmittag in einem Büro sitze. Ja, mir ist es sehr wichtig, dass die Zutaten aus der Nähe kommen, dass ich eigentlich meine Lieferanten kenne, dass halt alles natürlich ist und nicht gespritzt wird. Unser Mehl kommt aus der Nachbarschaft, der wohnt 2 Kilometer von uns entfernt. Und das Endprodukt, das muss sich natürlich sehen lassen und man schmeckt es das auch, dass das aus natürlichen, liebevollen Händen kommt. Wie ist jetzt so, wenn du selber diese Produkte isst, was schmeckst du dann heraus? Also was hast du das Gefühl, was ist dann besonders gut an den Produkten? Es spürt sich, glaube ich, viel auch vom Geschmack im Kopf an. Ich bin jetzt nicht überzeugt davon, dass unbedingt alles besser ist, aber das, glaube ich, ist ja nicht der springende Punkt. Es ist gesünder für die Umwelt, es ist gesünder in der Produktion, wenn es um Düngemittel und so weiter geht. Und darum schmeckt es mir grundsätzlich schon besser, weil ich weiß, es ist gut und es ist ein gutes Konzept. Aber jetzt trinken wir mal einen Kaffee. Gute Idee. Und ich muss jetzt mal den Speck da probieren. Ein Speck vom Sperlbauer in Antering. Boah, der schaut gut aus. Der hat eigene Schweineln.
sind einer der wenigen Schweineln, die nicht nur im Stall sind, sondern auch überhaupt im Sommer auf der Weide, wie die Kühe. Statt die Kühe laufen in Anteringen die Schweineln am Viertel. Es ist gerade Mitte März und die Schweinerl da in Anterring dürfen heute zum ersten Mal auf die frische grüne Wiese. Und es ist wirklich ein Bild, was man sehr selten sieht. Grüne Wiese und Schweinerl, die noch nicht alles umgegraben haben. Und das taugt den Kleinen auch richtig. Sie müssen nur aufpassen, dass sie keinen Sonnenbrand kriegen. Die Ferkel, wenn sie frisch rauskommen, sind sie es noch nicht gewöhnt, dass sie für die Haut einen Schutz brauchen. Und am Anfang kriegen sie ein bisschen einen Sonnenbrand. Das sind noch relativ junge Schweine, sind 4 bis 5 Wochen alt. Und ja, sind eben vom Frühjahr bis zum Spätherbst durchgehend heraus. Durch das, dass so viel Bewegung im Freiland haben, die Schweine, brauchen sie natürlich doppelt so lang zum Wachsen, als wir Schweine in einem Stall drinnen. Aber das Fleisch wird auch andere Konsistenz haben, wenn sie sich bewegen, nicht mehr an. Es hat viel muskuläres Fett im Fleisch drinnen. Das heißt, das Fleisch schrumpft nicht, okay. Weil es einfach das Wachstum langsamer ist. Bemalt sie das dann jeden Tag immer selber? Am Vortag bemalen wir es immer, ja. Und dann kochen? In der Früh kochen und... Das heißt, ihr bemalt die Eier dann ganzjährig im Endeffekt? Genau. Ja, da vom Sperlbauer kommen auch die Bio-Freilandeier her und die Händler dürfen da frei herumlaufen und eins ist sicher, sie lieben Schuhbänder. Aua! Hey! Schauen alle recht gesund aus. Ja, denen taugt es draußen. Speziell beim Frühstücksein, wir haben immer eine natürliche Eidotterfarbe. Okay. Bei uns wird keine künstliche Eidotterfarbe ins Futter mit reingemischt. Gibt es normal? Da gibt es richtig Farbtabellen, okay. Was für Eidotterfarbe das man haben möchte. Und das wird ins Futter reingemischt. Ja, Wahnsinn. Und das fällt aber im Bio-Bereich weg. Okay. Ja. Ja, darum sind sie so gut. Ja, gut und frisch. Jetzt muss ich dann eh wieder rausgehen, weil die Hähner fressen meine Schuhbandeln zusammen. Die meinen wahrscheinlich, das sind Würm. Ja, genau. So, jetzt müssen wir da wieder davon gehen. So, auf Zeit. Stoßt man dann auch an seine Grenzen manchmal, jetzt was das Bio betrifft? Also gibt es dann quasi auch Sachen, wo man sagt, das gibt es bei uns einfach nicht in Bio? Oder? Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Mittlerweile haben wir auch die einzelnen Landwirte, was wir kriegen, es gibt Lieferanten, also ist kein Problem mehr. Und wir schauen einfach, dass wir in der näheren Umgebung die Lebensmittel zu überkriegen. Findest du, dass Salzburg da vielleicht auch besonders unter Anführungszeichen gesegnet ist mit vielen Bioprodukten und vielen regionalen Herstellern? Ja, da kann man nur sagen, Gott sei Dank. Über 50% der Landwirtschaft ist im Land Salzburg Bio. Das ist ein Spitzenwert, den gibt es sonst in Österreich sowieso nicht und auch, ich glaube, in der ganzen EU nicht. Also bei so viel Bier und regional, das kann einfach nur gut schmecken und da lasst es richtig gut in den Tag starten. So, und ich glaube, ich probiere jetzt eigentlich einen Kuchen da. Ja, klar. Salzburg schmeckt. Cornelia Kogler, die Hoteldirektorin des Hefthof in Salzburg, hat das Catering hier auf der Messe am Stand der Salzburger Landwirtschaft übernommen. Generell ist regional und saisonal für Sie ein großes Thema. Für uns ist eines der tragenden Mottos, wissen, wo es herkommt, denn Herkunft hat Zukunft und das leben wir auch. Jetzt sagen viele Stimmen, vor allem auch aus der Gastronomie, das geht in der Praxis ist es nicht umsetzbar. Was sagen Sie dazu? Ganz ehrlich, dass es ein Blödsinn ist. Natürlich funktioniert regional und saisonal. Man muss sich halt mit dem Thema auseinandersetzen. Man muss seine Lieferanten haben, man muss die Lieferanten kennen und, was Gastronomen vielleicht nicht ganz so gern hören, man muss halt die Speisekarten öfters wechseln. Wie ist die Resonanz von Ihren Gästen? Unsere Gäste lieben unsere Küche, weil sie wissen, woher die Sachen kommen, weil sie wissen, dass die Qualität dahinter auch passt. Weil das ist einfach ganz wichtig. Wir sind halt hauptsächlich Seminarhotel und auch den Seminarleitern und den Firmen ist es wichtig, dass es ihren Teilnehmern gut geht. Und mit einem guten Essen, das eine dementsprechende Qualität hat, geht es die Leute einfach gut. Dankeschön und alles Gute. Ja, das schaut ja lecker aus und damit begrüße ich den neuen Landwirtschaftskammerpräsidenten, den Rupert Quenberger. Hallo. Hallo, grüß dich. Und den Kammeramtsdirektor Niki Limbacher. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott.
Herr Quirnberger, in Umfragen geben Konsumenten immer wieder an, dass sie regionale Produkte bevorzugen. Stehen sie dann aber vor dem Regal, dann greifen sie tendenziell aber trotzdem zu den billigeren, meist weit hergereisten Produkten. Wie kann man diese Ambivalenz durchbrechen hin zu einem nachhaltigen Kaufverhalten? Nur mit Bewusstseinsbildung bin ich überzeugt, nämlich indem man den Konsumenten bewusst macht, er entscheidet damit mit seinen Kaufverhalten, welches Produkt im Regal ist. Und wir können es nur damit versuchen, dass wir ihm bewusst machen, woher kommt das Produkt und welche Wege haben viele andere Produkte, die für ihn selbstverständlich sind. Und nur das, glaube ich, wird in Zukunft gehen, wenn jeder sich bewusst ist, was er mit seinen Handeln auslöst. Herr Kammeramtsdirektor, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, essen Sie noch ruhig, Obi, sind ein großes Thema. Die kleinstrukturierte Salzburger Landwirtschaft ist da ein Paradebeispiel, kann man schon fast sagen. In welchen Bereichen ist sie da Musterschüler? Ja, Salzburg ist einmal wirklich dadurch bekannt, dass erstens die größte Biobauerndichte Europas hat, dass in Salzburg, kann man sagen, praktisch alle Bauern am Ölpool, an diesem Umweltprogramm der österreichischen Landwirtschaft teilnehmen und damit also wirklich sehr darauf schauen, dass die Natur geschont wird, dass die Biodiversität gefördert wird. Diese Kleinstrukturierte hat auch einen Vorteil, weil eben dadurch auch immer wieder unterschiedliche Mähzeitpunkte sind, unterschiedliche Formen in der Waldbewirtschaftung und das macht eigentlich diese hohe Biodiversität in Salzburg aus. Da gibt es jetzt eine tolle Initiative, die jedes Jahr stattfindet, die Woche der Landwirtschaft. Richtig, die Woche der Landwirtschaft ist seit über 20 Jahren sozusagen unser Aushängeschild, wo wir ganz bewusst ein paar Landwirte vor den Vorhang holen, wo wir die Möglichkeit geben, dass sie also Konsumenten beim Bauern informieren, wie ist die Tierhaltung, was wird da produziert, wie geht die Milchproduktion zum Beispiel. Also ich kann nur einladen, jetzt schon zu dieser Woche der Landwirtschaft, die dann im Ende April, Anfang Mai stattfinden wird. Und sie gibt den Konsumenten wirklich die Möglichkeit der Einschau, wie bäuerliche Produktion tatsächlich heute stattfindet. Sie sind diplomierter Forstwirt und auch Jurist. Das Wetter wird jetzt so schön, es lockt uns hinaus in die Natur auf kulinarischen Pfaden durch den Wald hinauf zur Alm. Was ist so rechtlich eigentlich zu beachten? Es ist seit 1975 der Wald zu Erholungszwecken frei zu betreten. Man darf also wirklich im Wald quasi querfeld ein, wenn Sie so wollen, also quer durch die Bamba gehen. Es ist dann auch im Bergland diese Wegefreiheit gegeben, dass man von unten quasi vom Tal bis auf die höchsten Gipfel, wo wir viele haben in Salzburg, hinaufwandern kann. Aber da natürlich ist auch das Nebeneinander wieder zwischen Almwirtschaft, zwischen den Almbewirtschaftern, der Tierhaltung und den Naturwanderern und Genießern ist einfach zu schauen, dass hier ein gutes Nebeneinander existiert. Also das Miteinander ist das Gebot der Stunde. Jetzt werden im Rahmen dieser Messe auch die Hoftafeln Gutes vom Bauernhof verliehen. Wie wichtig sind sowohl für Produzenten als auch Konsumenten Zertifikate wie diese oder auch Herkunftszertifikate? Ich glaube, sehr wichtig, und wenn man etwas sagt und man lässt sich überprüfen, dann ist das Glaubwürdigste und Ehrlichste, und diese Betriebe lassen in ihre Produktion hinten hineinschauen und lassen sich zertifizieren, dass das, was sie nicht nur sagen, sondern auch nachvollziehbar ist und kontrolliert ist und jeder weiß, das ist zu 100% dieses Produkt, was ich mir auch erwarte, dass da vorne draufsteht. Und damit schauen wir jetzt gleich zur Zertifizierung und zur Übergabe der Hoftafeln Gutes vom Bauernhof. 900 landwirtschaftliche Betriebe in Salzburg verkaufen ihre Produkte direkt ab Hof. Rund 30 von ihnen tragen das Siegel Gutes vom Bauernhof. Auf der Kulinarikmesse werden 10 Betriebe aus Salzburg mit dem Siegel ausgezeichnet. Es steht für Lebensmittelproduktion auf höchstem Niveau. Da kann man nicht nebenbei ein bisschen was machen. Das ist halt schon die erste Liga. Und um dort mitzuspielen, hat man gewisse Herausforderungen. Die sich entschieden haben, diese 10 Betriebe, die haben es gemeistert und geschafft. Und das freut mich sehr. Stark vertreten in diesem Jahr ist Waldsitzenheim. Gleich 8 Bauern aus der Gemeinde erhalten die Plakette Gutes vom Bauernhof. Wir haben uns mit den Nachbarn mehr oder weniger zusammengeredet, dass wir eben die Walser Gemüsebauregion nur ein wenig besser hervorheben können oder mit einem besseren Markenzeichen machen können. Und da ist es noch ein Miteinander eigentlich so gegangen, dass wir eben für Gutes vom Bauernhof entschieden haben. Die Kriterien für die Siegelvergabe gliedern sich in folgende Bereiche: Herkunft der Rohstoffe, Qualifizierung der Personen, Erscheinungsbild des Betriebs, Qualität der Herstellung und B- und Verarbeitung der Produktqualität. Nach einer ersten Beratung seitens der Landwirtschaftskammer werden die Betriebe anschließend von einer Kontrollstelle überprüft. Wir haben eigentlich immer so gearbeitet, wie wir immer gearbeitet haben. Geschaut, dass halt auch alles sauber beieinander ist, aber das ist eigentlich eh Standard. Die Salzburger Landwirte am Puls der Zeit. Konsumenten wollen immer mehr regionale Produkte und am besten direkt vom Hersteller.
Das spart nicht nur Transportwege, sondern sichert auch Arbeitsplätze in der Region. Direktvermarkter müssen sich auch keinen Preisdruck der Supermärkte beugen. Wir sind eigentlich schon lange Direktvermarkter. Also früher, meine Eltern haben noch viel im Handel geliefert. Und es geht jetzt aber alles in die Richtung, durch das, dass wir eigentlich eher ein kleiner Betrieb sind. Und jetzt schauen wir eben, dass wir die Sachen, durch das, dass auch viele Leute bei uns sind in Wals und die Leute wissen, es wird da angebaut, dann ist eigentlich eine leichte Sache, dass man die an den Mann kriegt. 1998 wurde das Siegel Gutes vom Bauernhof eingeführt. Österreichweit gibt es rund 1600 ausgezeichnete Betriebe. Um die Qualität des Siegels weiterhin zu garantieren, werden stetig Stichprobenkontrollen durchgeführt. Man kann sagen, das sind die Einserbetriebe, die sich vor längerer Zeit damit auseinandergesetzt haben, die an eine Vorstellungen umgesetzt haben. Und ich glaube, hundertprozentige Qualität vom Bauern direkt zu bekommen, das ist in unserer Zeit schon was Besonderes. Für die Landwirte heißt es nun dranbleiben. Das Siegel ist für 2 Jahre gültig. Danach müssen sie erneut die Qualitätskontrollen bestehen, um weiterhin das Siegel Gutes vom Bauernhof tragen zu dürfen. Und direkt von der Verleihung der Gutes vom Bauernhof Hoftafeln kommt auch der Obmann der Salzburger Direktvermarkter, der Willi Huttecker. Hallo. Hallo, grüß euch. Eine Antwort auf die Internationalisierung der Warenströme ist Regionalität. Aber können unsere heimischen Direktvermarkter so viel Ware anbieten, wie da nachgefragt wird? Gott sei Dank ist die Nachfrage höher als wir die Produktion. Aber die Entwicklung in der Direktvermarktung ist sehr positiv. Wir haben jetzt ja Steigerungen von jungen Familien, die was Direktvermarktung anbieten, ganz egal in welcher Art und Weise. Und das stimmt mir eigentlich sehr zuversichtlich für die Zukunft, weil einfach die Wertschöpfung am Betrieb bleibt. Die Direktvermarkter, die haben sehr viele Auflagen und Richtlinien, Tierwohl, Hygienevorschriften, Kennzeichnungspflichten. Wenn jetzt wer neu anfangen möchte, sind die Hürden nicht schon ein bisschen zu hoch? Ja, wir sind schon sehr an der Grenze. Richtlinien brauchen wir. Jeder, der was produziert, der weiß, Richtlinien müssen sein, um auch diese Qualität zu produzieren. Aber man muss auch klar sagen, es darf nicht mehr sein. Es gehört sehr konzentriert oder gezielt das gemacht. Wichtig ist, dass im Endeffekt das Produkt passt, dass der Kunde ein sehr hochwertiges Produkt hat und die Wertschöpfung in den Familien bleiben. Und ich glaube, Tierwohl ist durch Generationen schon von uns gemacht worden, von unseren Vorfahren, von unseren Familien. Und das Tierwohl liegt uns sehr am Herzen, weil das ist die Basis vom Gesamten. Herzlichen Dank und alles Gute. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt, mit einem alten Sprichwort, das besagt, wenn Spinnen vereint weben, können sie einen Löwen fesseln. Diese Stärke des Zusammenhalts braucht auch unsere heimische Landwirtschaft, sowohl unter den Produzenten als auch durch uns Konsumenten. In diesem Sinne, genießen Sie mit gutem Gewissen, denn Salzburg schmeckt. Auf Wiedersehen!